sie ist da unten ganz allein. Oh mein Gott, scheiße. Egal, wir sind ja am... LKW, würde ich sagen, schon am, Dings hier. Am Lift sind wir schon. Pass auf, da oben! Verflucht! Noch einer! Auf den Schlitten! Hab ich. Das ist alles? Dann blüht dir was. Gib mir Deckung. Bin wieder da. Los jetzt. Zack, zack. Na komm, du Tropfen. Nicht schlecht, was? Alter, du machst doch nichts. Du schießt nur ein-, zweimal los und der Rest, den macht Vito. Im ganzen Spiel macht nur Vito alles fast. Joe ist ja zwar korrekt und so, aber die meiste Arbeit, die macht er für Vito. Sie haben ihn erschossen! Er ist tot, Vito! Joe, ganz ruhig! Du kannst nichts mehr für ihn tun! Schnappen wir uns Clementi! Fahr los! Das Arschloch leg ich auf! Das ist so geil inszeniert einfach nur. Die Zwischensequenzen, alles ist so glaubwürdig auch irgendwie. Du glaubst wirklich, dass so und so kennst, so hätte es passieren. Ihr meint das wahr? So hätte es passieren können, alles. Ihr Wichser! Es sind zwei Autos. Wenn sie sich trennen, holst du auf jeden Fall die nicht dem anderen Kerl. Lass das hier. Halt ach, du Arschloch! Was denn sonst? Bleib du an Clementi. Du hast eine schwarze Limousine. Ich hab selber Augen im Kopf. Einen hätten wir. Gut gemacht. Der nächste ist Clementi. Boah, der ist rausgerückt. Gib mir Deckung, Vito. Platz! Hau ihn weg, Joe, hau ihn weg! Das war geil gefahren jetzt von mir, oder? Der ist hinüber. Davon überzeuge ich mich persönlich. Man merkt, Joe ist sauer. Das ist für Marty. Jetzt ist er hinüber. Fahren wir zu mir. Willst du ein Bier? Was für eine Scheiße. Hä? Gib mir Eddies Nummer, ich rufe ihn an. Hier ist Joe. Alles erledigt. Alles glatt gegangen? Nein, leider nicht. Wieso? Marty ist tot. Was? Sie haben ihn erwischt. Wir mussten ihn dort lassen. Okay, was ist mit Clementi? Tot. Sehr gut. Und der Junge? Blöd gelaufen. Bauernopfer. Auch war das Wichtigste was? Ist erledigt. Bauernopfer? Das ist mein Freund, von dem du da redest. Verdammt nochmal! Hey, Joe, mich brauchst du nicht anzubrüllen. Sachte. Es war deine Idee und keiner hat den Jungen gezwungen mitzumachen. Tut mir leid, aber sowas kommt vor. Hol dir morgen im Falken dein Geld ab. Ja, von mir aus. Dem ist das scheißegal! Oh, jetzt krieg dich mal wieder ein und schalt den Gang runter. Mir tut's auch leid, mehr als du denkst. Das war riskant. Ach ja? Hey, das war ein gefährlicher Job. Du hast ihn mitgenommen, ihn hat's erwischt. Glaubst du, im Krieg war's anders? Eddie kann nichts dafür, er kannte den Jungen nicht mal. Ich will den Scheiß jetzt nicht hören. Klar. Lass mich allein. Ich zieh mich nur schnell um, okay? Tut mir leid, Marty. Es tut mir so leid, mein Junge. Ja. Dumm gelaufen. Was soll man dazu sagen? Scheiße.
Skylabang, oder? Ja, aber nicht was. Den anderen, weil ich den nicht in die Garage gestellt habe, der ist verloren gegangen. Scheiße, Mann. Boah, ich bin so selten dämlich, Alter. Scheiße, Mann. Scheiß drauf, ey. Alles klar. Einfach abhauen. So. Bitte, such dir ein Motiv aus. Na, ganz normal hier. Such dir eine Farbe aus. Empire Classic Radio returns you now to our regular programming. I'm Gary Stevens. Alter, der Wagen war schon vorher übertrieben schnell, den müssen wir unbedingt in die Garage stellen, das habe ich jetzt nicht vergessen. Kein Bock jetzt schon wieder so viel Geld investiert zu haben und dann ist er gleich weg wieder. Boah. Ich will nicht wissen, wie der Wagen jetzt abgeht. Gut, dass wir jetzt auf der Autobahn sind. Können wir gleich mal abchecken, wie schnell er ist. Oh. Da geht noch ein bisschen, da geht noch ein bisschen. Vollgas. Oh, guckt euch den Bremsweg an. Krass. Das war mein Fehler. Boah! Das ist auf jeden Fall schwerer zu kontrollieren beim Start. Na gut. Legen wir uns ins Bett. Ich glaube, das war auch das Kapitel 10 jetzt. Oder? Nee, doch nicht. Hallo? Ja, spreche ich mit Vito? Wer will das wissen? Ich bin Leon, der Barkeeper vom Lone Star. Ich habe deine Nummer von Joe Barbaro. Er sagt, du bist ein Freund von ihm. Ja, was ist mit ihm? Der gute Joe hat die ganze Nacht nur vom Feinsten gebechert. Dann hat er was von einem Marty gefasselt und seitdem ist ziemlich ungemütlich mit ihm. Wovon reden Sie? Dein Freund hat sich nicht mehr im Griff, Mann. Er fuchtelt mit der Kanone rum und keiner kann ihn zur Vernunft bringen. Toll. Ich will kein Ärger mit euch, Jungs. Kannst du wieder herkommen und diesen besoffenen Sack vom Barhocker kratzen, bevor er noch jemand abknallt oder irgendjemand die Bullen ruft? Vito, holst du jetzt deinen beschissenen Freund ab? Kann ich mit dir rechnen? Okay, ich komm vorbei. Und hey, geben Sie ihm keinen Schnaps mehr, bis ich da bin. Ich versuch's. Aber dein Freund, er wird damit nicht einverstanden sein. Hey, wenn Sie ihm den Hahn nicht sofort zudrehen, drehe ich Ihren ab. Haben wir uns verstanden? In Ordnung, Mann. Aber beeil dich. Wie viele sind noch in der Bar? Ich bin mit ihm allein. Dein Freund ist ungefähr seit einer Stunde hier und hat alle anderen vertrieben. Okay, schließen Sie ab, bis ich da bin. Dauert nur ein paar Minuten. Alles klar. Danke. Alles klar, gut. Dann beeilen wir uns mal und holen Joan da raus.
Scheiße, ich hätte ihn auch gleich mal reparieren können. Naja. Oder ich fahre ihn einfach weiter noch zu Schrott. Ja, ist ja gut. Das gibt einen saftigen Strafzettel. Entschuldigung. Na komm. Danke, Officer. Tu dir selbst einen Gefallen und lass das in Zukunft. Hat jetzt so viel Power, wie gesagt, dass er am Anfang echt. Geht doch mal aus dem Wege hier! Auf jeden Fall schwerer zu kontrollieren ist. Aber egal, wir machen das schon. Hier vorne ist die Bar direkt. So eine süße kleine Bar. Vito, endlich! Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke. Ich habe versucht, ihm nichts mehr zu geben, aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Okay, schließ ab und gib mir eine Minute. Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hä? Wie geht's dir? Vito, da bist du ja endlich. Die anderen sind schon alle gegangen. Tja, Joe, warum wohl? Oh. Genau. Mit dem Auto hier? Hab ein Taxi genommen. In der Gegend würde ich doch mein Auto nicht parken. Okay, trink aus, wir gehen. Ihr wollt gehen? Okay, Martin. Ich lass euch raus. Auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße, wo sind denn meine Schlüssel? Tut mir so leid, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen! Verflucht! Tu die scheiß Knarre weg, bevor noch was passiert! Sag mal, hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß, du Vollidiot? Ich wollte nur... Was wolltest du? Halt dein blödes Maul und schaff deinen versoffenen Arsch hier raus! Schon gut, schon gut. Komm her schon. Na toll. Na komm, zieh sie doch. Achso, ich muss gedrückt halten. Okay. Hä? Jetzt zieh die doch! Alter, mein Gott. Lass mich verscheißern. So, ich drücke einmal X, er greift sie nicht. Ich halte X gedrückt. Er greift sie nicht. Jetzt, Alter. Wo geht's denn raus? Hier? Alles klar. Das ist jetzt auf jeden Fall Hitman-Style. Wo geht's denn raus? Hier raus? Da. Ja.